Herzlich willkommen zu unserem neuen Video von Skjolden, immer weiter Richtung Nordkap. Ja, wir wollten relativ kurz von Skjolden Richtung Alesund fahren, so über einen kleinen Berg drüber. Für uns ein kleiner Berg, war aber nicht so, war die erste große Herausforderung, die wir auch leider nicht geschafft haben. Wir mussten wieder umdrehen, aber das wisst ihr ja, alles nach dem Intro. Begonnen hat der Tag mit tollen Bildern, wie man sieht, richtig Bodennebel, Nebel über dem Wasser, über dem schönen See in Skjolden. Und diese gleich düstere Stimmung sollte sich auch beibehalten für den Rest des Tages. Denn wir fuhren los und auf den kleinen Berg hoch oder über den kleinen Berg. So klein war der gar nicht, denn es war der größte Berg in Skandinavien. Genau. Also das ging über das, ich muss das ablesen jetzt, gell? Über das Jotunheimen-Gebirge und der höchste Berg Skandinaviens, das ist der Galdhöpiggen mit 2469 Metern. Ja. Ja, wir sind losgefahren und haben schon ein bisschen gehört, dass es nicht ganz so einfach ist, weil auf dem Campingplatz in Skjolden haben wir mit jemandem gesprochen, der gerade von dort oben kam, sagt, oh, das wäre ganz heftig, und ihm im Anhänger, ja, das ist ja schöne Herausforderung, meinte er, weil er hat auch einen Anhänger gehabt, allerdings nur einen ganz kleinen, mit Motorrad drauf oder mit dem Roller drauf. Von dem her dachte man, ja, das schaffen wir schon irgendwie. Aber schon zu Beginn haben wir gemerkt, es wird schon heftig, weil es war sehr enge Straße, sehr steil, mit 10-12% Steigung, also schon heftig. Links und rechts ging es meistens runter oder hoch und sehr steil runter. Also es, ja, und du hast immer gesagt, so nach jeder Kurve oder nach ein paar hundert Meter, ha, kannst du wieder gucken, jetzt sind wir oben. Genau, ja. Dachte ich eigentlich auch, weil irgendwann waren wir auch so oben, dachten wir, es ging dann so ein paar Kilometer wieder so geradeaus. Aber dann fing es wieder an mit der Steigung, mit engen Straßen, mit vielen Kurven, mit vielen Baustellen, muss man auch dazu sagen. Und das wäre aber alles nicht das Problem gewesen. Das hätte schon funktioniert. Aber durch die engen Straßen mussten wir dauernd anhalten, weil Gegenverkehr kam nicht durch. Das heißt, es war wirklich eine fast einspurige Straße, oder wenn, dann ganz, ganz langsam vorbei. Bremsen, anhalten, weiterfahren. Losfahren. Bremsen, anhalten, weiterfahren. So ging es also über Kilometer. Ja. Ah ja, es waren 10-12 Kilometer, gefahren sind, bis wir gemerkt haben, so geht's nicht. Und wie gesagt, immer dieses Anhalten war das Problem. Und dann hat schon angefangen, die Kupplung zu stinken. Also heißt, die hat richtig, ist durchgeschliffen oder hat geschliffen. Das hat man schon gemerkt. Und das war einfach überfordert, das ganze Fahrzeug. Bisschen überladen natürlich mit seinen 4,2 Tonnen. Waren wir vielleicht bei 4,3, 4,4. Und zusätzlich noch dieser Hänger natürlich dran mit 1,6 Tonnen. Das war einfach zu viel fürs Fahrzeug bei dieser Strecke. Wie gesagt, und durch das Anhalten und Anfahren, sonst wäre es bestimmt kein Problem gewesen, weil auch das Rückwärtsfahren ging natürlich schon, war zwar immer nervig, wenn man rückwärts fahren musste mit Anhänger so 100 Meter, damit ein anderer an uns vorbeikommt. Aber das wird alles funktioniert, aber immer das Anfahren wieder am Berg, das war das Problem. Ja, und dann haben wir ja einen Parkplatz gefunden, da war ein großes Hotel mit einem ganz großen Parkplatz. Dann haben wir gesagt, jetzt besprechen wir erstmal, was wir weitermachen. Und dann haben wir einen getroffen dann haben wir mal gefragt, wie weit denn das noch hoch geht und so. Gell? Dann sagt er, ja, das geht so die nächsten 10 Kilometer so weiter. Und dann geht es natürlich die ganze Strecke auch wieder steil runter, ist ja klar. Und genau. Dann haben wir uns entschlossen, uns diesen Gletscher zu schenken und eben nicht die schöne Aussicht zu genießen und sagen, nee, wir drehen um. Waren auch relativ. War eh neblig. Aussicht. Vielleicht hätten wir auch keine Aussicht gehabt, das wissen wir gar nicht. Ne? Und und warum es jetzt dazu leider keine Bilder gibt, ist ganz ärgerlich, weil wir haben die Bilder verloren, wir haben sie gelöscht oder ich habe sie gelöscht. Durch hin und her kopieren. Wir wissen es nicht. Ich war es. Sowas passiert.
Und man kann es nicht ändern. Es hat mich extrem geärgert, deswegen haben auch die Filme so ein bisschen jetzt gestoppt, weil man gesagt hat, Mensch, keine Filme, Bilder haben wir ein paar noch nicht gehabt, aber relativ wenig, weil es meist haben wir mit der GoPro gefilmt, aus dem Auto, auch die schönen engen Straßen, auch das Rückwärtsfahren, auch die Baustellen. Das wäre richtig eine tolles Erlebnis gewesen, das zu sehen, können wir euch sagen, es war ein tolles Erlebnis. Ja. Hier oben ist es drin und genau. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste für uns natürlich, war ein schönes Erlebnis im Nachhinein. Genau, im Nachhinein können wir drüber lachen, ja. Aber da war das dann schon heftig. Weil das Runterfahren war dann auch nicht lustig, ja. Weil die Bremsen natürlich dann auch sehr angespannt waren, man fährt natürlich mit Motorbremse, klar, aber trotzdem sind die Bremsen schon sehr, ja, beansprucht. Und dazu kam natürlich jede Baustelle, die wir mal nach oben hatten, haben wir jetzt wieder nach unten natürlich nochmal gehabt. Das heißt, wieder anhalten, nur jetzt ein bisschen einfacher losfahren, weil wir jetzt ja den Berg runterfuhren. Ja, so war das. Ja, genau. Und unten ankommen in Skölden, sind wir dann einfach eine Umweg gefahren von, ja, schätzungsweise mal so 200 Kilometer, so ganz grob, schätze ich. Um dann alles schön zu umfahren, den ganzen großen Berg, und sind dann lieber die E-Straßen gefahren, die natürlich zwar auch hoch und runter ging und durch Tunnel durch, aber eben natürlich um einiges breiter, zum Teil sogar auf Gespräch ausgebaut. Aber es war toll, wir haben dann dafür ganz andere Sachen gesehen. Genau, weil die Strecke war toll, das ja. Muss man sagen. Also wäre auch schön gewesen, die andere Strecke zu fahren natürlich, aber auch die jetzige, wo wir gefahren sind, war wirklich toll. Tolle Landschaften in die Fjorde rein, es ist immer sehr schön natürlich. Da war das Wetter dann auch wieder schön. Schönes Wetter natürlich auch gehabt, genau. Und so sind wir dann irgendwann in Alesund gelandet. Genau. Ziel war dort ja mit dem Hurtigruten Postschiff zu fahren, das haben wir ja schon gebucht gehabt, in Malmö übers Internet. Das wollten wir natürlich machen, haben wir natürlich auch gemacht. Wird man auch extra ein kleines Video dazu machen, weil da habe ich viel gefilmt mit der kleinen DJI Osmo. Und die habe ich dann auch liegen lassen auf dem Schiff irgendwo. Ja, die ist mir rausgefallen aus der Tasche. Liegen lassen wahrscheinlich nicht, sondern ist rausgefallen aus der Tasche. Dann war es jetzt erstmal weg. Deswegen haben wir auch keine Aufnahmen mit der DJI Osmo bis zum Nordkap, weil die hat uns gefehlt, zumindest bis Hammerfest, weil dort habe ich sie nämlich wieder abholen können. Also sie ging nicht verloren, aber sie lag auf dem Schiff irgendwo, wurde gefunden. Und mit E-Mail-Kontakt und Telefon haben wir es dann geschafft, so zu vereinbaren, dass die das wieder in Hammerfest abgeben beim Polarbären Society oder bei der Polarbären Society. Ja, so war das. Und deswegen haben wir jetzt keine Aufnahmen gehabt. Und wie gesagt, mehr dazu zum Postschiff selber kommt in einem Extra-Video. Ja, und dann sind wir nach Trondheim. Genau, gell? Dann ging es nach Trondheim. Ja, schönes Städtchen. Also Trondheim, muss ich sagen, das war für mich die allerschönste Stadt in Norwegen. Die war sowas von schön. Wir sind da so auf den Berg hoch, auf eine Festung und haben uns dann die Altstadt angeguckt. Also die war wirklich ganz, ganz toll. Hat mir am allerbesten gefallen. Ja, war wirklich sehr schön. Das war, also sind wir auch 2 Nächte geblieben. Drei Nächte sogar. Drei Nächte sind wir geblieben auf dem Stellplatz, ein bisschen außerhalb, so im Industriegebiet. Aber wie gesagt, war okay. Ja, sind dann reingelaufen in die Stadt. Mhm. War also in Laufentfernung, kann man sagen. War kein Problem. Haben eingekauft, lauter solche Sachen. Also Lebensmittel wieder mal eingekauft. Essen gehen haben wir uns dann auch gespart. Ja, genau. Essen gehen haben wir uns wieder mal gespart, weil einfach, ja, die Preise. Ich dachte, vielleicht kann ich da irgendwie, komme ich da irgendwie zum Fischbrötchen oder so, aber dann war das so ein Fischladen, gell? Mhm. Und da irgendwie Fischburger kam dann auf 15 Euro. Da habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das, das können wir uns nicht leisten. Genau, dann haben wir schön gekocht. Ja, genau. Wie immer, und gut. Gebacken. Ja. Und wir haben auch ein paar Bildchen dazu nochmal im Hintergrund, dass man sieht, wie gesagt, was wir da alles gemacht haben, so ein bisschen kleine Ausschnitte davon, also ganz normal gekocht, eigentlich wie zu Hause auch. Genau. Von Alesund ging es dann weiter nach, also Alesund war ja noch in Norwegen, ging es dann Richtung Schweden, weil alle Routen, die wir uns ausgesucht hatten, waren wieder sehr steil, sehr schwierig, sehr eng an der Küste entlang, sehr kurvig, und haben gesagt, nee, jetzt machen wir einfach ein sozusagen Querfeld ein und fahren nach Schweden. Ja, das war genau. So unser Ding, haben auch die meisten Routenvorschläge, was wir uns so haben geben lassen, waren alle auch über diese Strecke, über Sundsvall hoch nach Umeå und wie gesagt, ja, Richtung Schweden, Sundsvall war dann unser nächster Stopp. Dann Umeå haben wir auf dem IKEA-Parkplatz übernachtet, einfach irgendwo
wo es eben, wie gesagt, gerade Platz hatte, war ja wirklich nur Übernachtung, mehr haben wir nicht gemacht, und sind dann weitergefahren nach Luleå. Genau. Und in Luleå, das ist eigentlich deswegen sehr sehenswert. Erstens gibt es einen ganz, ganz schönen Campingplatz da. Also der war wirklich ganz arg hübsch und mitten im Wald und aber trotzdem Licht und also wirklich ganz toll, toll gelegen. Und in Luleå gibt es eine ganz bekannte Gammelstadt. Das ist so witzig für uns. Wird das auf Deutsch sagen, aber Gammelstadt heißt ja einfach Altstadt. Ist nichts anderes. Die ist aber außerhalb von Luleå. Und da sind wir dann, dann noch mit dem Wohnmobil hin und haben da geparkt, irgendwo an einem Parkplatz an der Kirche. Und das sind wirklich so ganz, ganz kleine Mini-Häuser. Und die sind so dicht aneinander geschmiegt und ganz enge und verwinkelte Gassen und natürlich eine riesige Kirche. Und das war dann so witzig, das war ein wunderschöner Tag, also war unglaublich sonnig und schön. Und da war dann zufällig ein Oldtimer-Treffen auf dem Kirchplatz. Also da war Masse los, gell? Ja, am Anfang so 5, 6 Oldtimer, gesagt, ach ja, witzig, Oldtimer. Ja, und ja. Dann sind wir so ums Haus gelaufen, ein bisschen geguckt, hoch, plötzlich standen da 20, 30 Oldtimer. Das waren nachher bestimmt 50 Oldtimer insgesamt. Und als wir dann um die Kurve um die Kirche rumgelaufen sind und wir zurückkamen, waren alle weg. Alles voll. Also heißt, nein, es waren, die ach so, waren alle da waren weg. Sie schon die wieder weg. Waren, die waren ja, weg. Ja, ja, das, stimmt. Die waren einfach, push, stimmt. Alles war weg. Ja, der Platz war leer wieder. Weg, ja. Ich denke einfach, die haben eine Ausfahrt gemacht, haben sich dort getroffen, aber schöne Bilder gemacht davon, waren richtig schöne alte Karossen dabei. Man sieht es, wie gesagt, auf den Bildern auch ganz schön. Und da haben wir natürlich alles ein bisschen angeguckt und sind dann wieder weitergefahren. Genau, aber das lohnt sich echt, da einen Stopp zu machen. Also das ist auch Luleå selber, ist ein hübsches Städtchen. Und die Gammelstadt angucken, das lohnt sich echt. Da haben wir auch Kaffee getrunken, gell? Und weil es so schön Wetter war und relativ warm. Also das war richtig schön. Ja, das war richtig schön. Und weiter ging es dann Richtung Nordkap wieder. Und jetzt ging es über den Polarkreis. Genau. Das ist auch ganz witzig. Wie gesagt, Schilder und so eine kleine Gaststätte und Schildchen. Man sieht es jetzt auf den Bildern ganz hübsch. Da haben wir ja ein paar Bilder davon zumindest. Und das war auch witzig. Haben wir auch einen kleinen Stopp gemacht, haben ein bisschen was gegessen natürlich. Ein Sprung über den Polarkreis. Genau, Sprung über den Polarkreis. Und dann ging es nach Kiruna. Genau. Warum eigentlich, wussten wir gar nicht so genau. Kiruna war ja irgendwie so eine... Kiruna ist so die nördlichste größere Stadt in Schweden. Deswegen wollte ich eigentlich dahin, weil ich da schon oft was drüber gelesen habe und gesagt, ja gut, die Richtung fahren wir ja eh, dann können wir auch in Kiruna Stopp machen. Genau. War aber dann nichts Besonderes. War eine ganz normale Stadt, Industriestadt eigentlich, ohne was Besonderes. Doch, es gab dann schon was Besonderes. Ich fand es ganz toll, die haben so, das gibt es ja viel in Schweden, diese Bergbirken. Und die haben sich da, waren wirklich immer so Erhöhungen. Und da haben sich diese Bergbirken aneinander gereiht. Also das war wunderschön. Sei es auch die Stadt nichts Besonderes oder so, aber allein um sich diese Waldlandschaft, diese besondere Waldlandschaft sich da anzugucken, also es lohnt sich da, finde ich, trotzdem einen kleinen Stopp zu machen. Und sie haben noch eine schöne Stabkirche gehabt, das muss man auch sagen. Das war richtig schön, so eine schöne alte Stabkirche, die ja so im Norden Skandinaviens recht... Ja, die gibt es ja bis an der Meer. Und viel gibt und auch so speziell das dort nur gibt. Ja, eigentlich gibt es ja nur dort oben oder nur in Skandinavien. Und das war richtig schön. Das war, also waren immer alle schön. Also selbst wenn das jetzt die Stadt nicht besonders war, es war immer irgendwas, wo man sagen könnte, das war trotzdem schön. Ja, genau, trotzdem gelohnt. Genau. Wir waren nirgends, wo wir jetzt gesagt hätten, boah, wie schrecklich oder keine Ahnung. Wir haben immer irgendwas Schönes gefunden. Das stimmt, ja. Genau, das stimmt. Wenn es bloß schönes Wetter war. Aber wir müssen dann trotzdem ein Stückchen zurückfahren. Wir haben uns doch entschlossen, eine einfache Strecke zu nehmen, die ein bisschen kürzer ist. Da ging es ein Stückchen zurück und ging dann in so einem Zipfel durch Finnland durch, nämlich nach Lepäjärvi.
Lepajärvi. Lepajärvi, oh je, je, diesen Namen, ja, genau. Die Sprache, die gefällt mir. Genau, es war aber so, ja, 70, 80 Kilometer durch Finnland ja, und ja. Dann ging es wieder nach Norwegen und dann nach Alta. Genau, in Alta haben wir Gas auffüllen lassen. Genau, ja? Das war was, wo ja immer so schwierig ist mit ja. Gas tauschen, Gas füllen. Und wir haben uns da eine Liste rausgesucht aus dem Internet, die ich mir dann auch ausgedruckt habe und die ich auch unten im Video mit einstelle. Wenn ihr also irgendwann mal da oben seid, also komplett, muss ich sagen, Schweden und Norwegen sind da Stellen drin, wo man Gas auffüllen kann. Und das ist wirklich da oben gar kein Problem. Das sind ein paar einzelne Tankstellen, die wirklich eine Spezialvorrichtung haben, um eben deutsche Gasflaschen zu füllen. Und ist auch kein Problem. Kostet, glaube ich, 16, 17 Euro. Ja, sowas rum. 16, 17 Euro. Und haben wir dort, wie gesagt, ja, füllen lassen. War kein Problem. Und sind dann weitergefahren. Und von Alta aus haben wir dann in Hammerfest Stopp gemacht. Genau. Zum einen natürlich, um die Kamera zu holen. Wir wollten aber auch nach Hammerfest, das war schon geplant natürlich, aber deswegen war es natürlich toll, dass wir dort unsere Kamera abholen konnten beim Polarbären Society. Bei der Polarbären Society. Jetzt haben wir es, genau. Genau. Und Tini ist dann auch gleich Mitglied geworden dort und hat sich. Ich bin jetzt stolzes Mitglied der Royal Polar Bear Society. Genau. Ja, es ist eine Spende, die der Natur zugute kommt. Dann haben wir gesagt, das machen wir natürlich, ist kein Problem. Leider ist schöne Stadt auch wieder so ein bisschen enttäuschend für das, was wir erwartet haben von Hammerfest. Ja. Jeder sagt, ah ja, Hammerfest. Aber es war schon auch wieder so eine einfache Stadt. Jo. Schöner Meer natürlich, schöner Hafen, klar, immer toll, auch wieder tolles Wetter gehabt, muss man dazu sagen. Ja. Rentier direkt am Wohnmobil, ja, war Rentiere, auch ganz nett. Ja, Rentiere, genau, die Rentiere habe ich ganz vergessen, genau. Rentiere en masse, echt super. Und die sind auch so, also jetzt streicheln konnten wir sie nicht, ich muss ja immer alles anfassen, aber die... Das ging nicht, aber sie waren auch nicht scheu, sind auch nicht gleich abgehauen, also sie waren das gewöhnt, denke ich mal, weil wer so mitten im Ort rumstolziert und quer über den Wohnmobilstellplatz läuft, also ja. Ich denke mal, die sind es gewöhnt. Genau, davon gehe ich auch mal los, ja. Genau. Ja, und von da ging es dann weiter zum Nordkap. Das Nordkap selber machen wir im Extrafilm, da erzählen wir noch natürlich ein bisschen mehr drüber. Aber es waren jetzt bis zum Nordkap ca. 8000 Kilometer. Ja, so rund. Also fast genau 7900 irgendwas. Also wir waren wirklich knappe 8000 Kilometer schon unterwegs, von Göppingen abgerechnet. Genau. Aber wie gesagt, das gibt es im nächsten Film. Also heißt, es gibt noch zwei Filme zu dem, was wir jetzt haben. Natürlich ergänzend Nordkap, was noch kommt, und natürlich die weitere Fahrt. Und noch extra das Hurtigruten. Mein Postschiff. Postschiff. Die Postschifffahrt mit dem Hurtig. Auf den Hurtigruten, so muss man sagen, genau. Jo, das kommt am nächsten Video. Genau. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Jetzt endlich mal wieder ein Video über uns so weiter fortgehen. Ihr wisst ja, geht auch weiter. Und wenn ihr Lust habt, einfach Abo natürlich unten anklicken. Dann kriegt ihr Nachrichten. Dazu müsst ihr auch noch einmal diese News anklicken, dass ihr wirklich auch die E-Mails kriegt, wenn wir ein neues Video reinstellen. Aber ich denke, das wisst ihr alles. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.